Echt jetzt? Nee. Hallo, follow my week, die nächste Woche. Ich habe mich so gefreut, dass ich heute frei habe, weil ich nämlich das Wochenende gearbeitet habe. Und es kotzt mich so an, dass ich diese Sachen jetzt wirklich nicht umsetzen kann, die ich eigentlich machen wollte, weil es mir nicht so gut geht. Ich sag immer, ich habe so wenig Schuhe, aber eigentlich sind es ja doch schon viele. Und ein paar Schuhe werde ich auf jeden Fall davon spenden. An Schuhfetischisten, überweist mir Geld. Ja, überweist es mir. Nein, ich werde es wahrscheinlich in so einen Container reinschmeißen. Bin eigentlich total dagegen. Meine letzten Sachen habe ich ans Flüchtlingslager und an Obdachlose gespendet. Aber ich glaube, ich werde die Sachen doch in den Container dann stecken. Diese ganzen Schacks, die trage ich nicht mehr. Ich habe ja schon aussortiert gehabt und habe ein paar verschenkt. Da war noch Preisschild dran und die passen mir auch eigentlich gar nicht, aber die waren runterreduziert, wie kennst. Dann wollen wir es einfach mitnehmen. Total sinnlos, die Weiber hier immer. Manchmal frage ich mich dann auch, ob ich die Sachen getragen habe. Guckt euch mal bitte diese Schuhe an. Ich bin immer ausgerastet, wenn meine Mama meine Schuhe weggeschmissen hat. Sie wollte mich so gar nicht mehr auf die Straße gehen lassen, was ja verständlich ist. Aber ich finde auch, Schacks müssen dreckig sein. Aber solche Löcher müssen sie jetzt natürlich nicht haben. Aber ich bin immer ausgerastet, wenn meine Mama denn meine Schacks weggeschmissen haben. Aber den kann ich ja nicht mehr irgendjemand anderen andrehen. Den schmeiße ich mal weg. Weg in Müll damit. Oh geil, der war aus der Pussycat Doll Star Kollektion. Ich glaube, das war vor 8 Jahren oder 9 Jahren, wo die auf den Markt gekommen sind. Wenn du diese Pussycat Star Kollektion nicht hattest, dann warst du total uncool und ich hatte sie. Ja, sieht doch schon mal besser aus. Oh, mein Staubsauger. Besser kann man ihn auch gar nicht in Szene setzen. Oh, Staubsauger. Und so sieht's jetzt aus. Aufgeräumt. Eigentlich kann ich mich immer noch von ein paar Schuhen von da drin, aber das mache ich wahrscheinlich wieder in den nächsten Monaten. Mal gucken. Heute gibt es Nudeln, wie man unschwer erkennen kann. So, Haushalt erledigt. Einfach mal ein bisschen spazieren gehen, wa? Weil ich fett bin, esse ich nochmal, weil ich Besuch habe. Du kannst was sagen. Yummy, yummy. Yummy, yummy. Was für die Fußfetische sind. Das ist so komisch, so ungeschminkt. Vor die Kamera zu treten. Ich gehe jetzt joggen. Bam, bam, bam. Das war's jetzt auch schon. Ich habe gerade überlegt, was ich noch hochladen kann. Ich habe gerade ein Video gefunden, was ich total vergessen habe, wo ich als Julia die Roomtour mache. Das ist ja jetzt schon knapp über 4 Monate her oder sogar 5 Monate oder sogar noch länger. Irgendwas stimmt nicht. Das ist die ganze Zeit hängen geblieben. Ja, mein Internet geht an und aus und irgendwie wird das wohl heute nichts mehr mit Video hochladen. Guten Morgen. Gerade mal 4 Stunden geschlafen. Und jetzt auf zur Arbeit. Frei nach dem Motto, erstmal filmen, bevor ich es wegwische. Bierbauch räumt die BVG. Mein Bauch war es nicht. Aber ich habe auch schönere Brüste. Das ist so heiß, wenn ich nicht arbeiten müsste, dann würde ich so gerne schwimmen gehen. Puh, guck mal, wie ich schwitze. Fett, schwarzer Schwitz, 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 Schwitz. Jetzt frühstücke ich erstmal. Oh, Birnenjoghurt schmeckt unheimlich geil. Könnt ihr euch das bitte zulegen? Birnenjoghurt, geil. Basteln Namensschilder. Heutiges Essen, ja, schmackhaft. Wenn es deine Wellen sein sollten, bist du morgen krank und eure auch. Glänzende Fettschwarte. Juhu, Feierabend. Eigentlich wollte ich jetzt Videos drehen. Keine Ahnung, ob ich jetzt noch Videos mache oder nicht. Jedenfalls werde ich dann wahrscheinlich irgendwas anderes Produktives für YouTube dann machen. Bin etwas kaputt. I believe I can schwitz, sweat. Ja, Tropf, Tropf, der Schweiß. Ich will mir ein,
einen so einen Pool holen. Ja, einen Pool. Ich bin voll Luxus. Da kommen auf meinen Balkon zum like Kinderpool. Für 8 Euro oder so mal gucken. Dann werde ich mich da wie so ein fettes Maschschwein drin suhlen. Der Grashüpfer. Letzte Woche hat mich die Biene, die Dagi, besucht. Mr. Grashüpfer. Ich habe es mal probiert mit Kybra. Da war ich weniger begeistert, aber das schmeckt. Kybra konsumiert Drogen, habe ich gehört. Ich denke nicht. Nice Tips! Sag hallo YouTube! Ich verfolge die kleinen Mitschütz-Tits. Was? Hallo YouTube! Erstmal die ganzen Sachen gewaschen und jetzt aufgehangen, die ich ja auf Arbeit bemalt habe. Seidenmalerei. Das sieht einfach mal aus, als hätte ich mir das durch die Möse gezogen, irgendwie. Like a period. Und dieses Tuch, was ich selber angemalt habe, das könnt ihr gewinnen. Dieses blaue, wunderschöne Tuch. Ihr müsst einfach nur einen Kommentar hinterlassen, warum ihr dieses gerne haben wollt. Ganz genau. Guten Morgen. Mega müde. Und schön nicht so fit. Aber ab zur Arbeit. Auf zur Arbeit. Guten Appetit, würde ich mal sagen. Birne, Birne, Birne. Melone. Wir haben frisches Obst im Haus. Ich bin die Obstbeauftragte. Kann man sich selber beauftragen, Obst zu schneiden? Ich denke schon. Ich habe mich gerade kreativ an diesen Apfel ausgelassen. Ich hoffe, man erkennt, was ich damit darstellen möchte. Sicherheit. Sicherlich, ein Baum. Hot T-Shirt Contest heute auf Arbeit. Ich habe mich vollgekleckert. Ja, Kybra, so sieht's aus. Meine liebe Kollegin hat mir heute einen türkischen Kaugummi mitgebracht, weil wir davon die letzten Tage geredet haben. Wie bitte, geschmolzenes Eis läuft bei uns. Oh, lecker. Feierabend, wie das duftet. Kräftig, deftig, schwitzig, gut. Mandy, würdest du mir bitte sagen, dass ich süß bin, weil ich für deinen Neffen ein Schild gebastelt habe? Für die Tür? Ja, so heißt ihr Neffe. Besser als der Name Kevin oder so, wa? Müssen BHs in Übergrößen immer so richtig hässlich sein? Das Kleid ist schön. Ist nämlich, oh, ein Kleid. Oh, das wird gekauft. Obwohl, das ist halt schöner. Ich nehme das, schwarz. Die Some Like Hot von P2, die sind echt gut, die kann ich nur weiterempfehlen. Ich habe den hier und den habe ich gerade probiert. Den habe ich auch gerade drauf. Ich habe gerade dieses Rouge probiert. Das mit denen verblendet mit meinem Finger. Geil, und die sind mega geil. Die werde ich auf jeden Fall auch nochmal mir dann zulegen. Ja, sieht schön aus, ne? Voll natürlich. Voll natürlich. Jetzt kaufe ich erstmal meine Creme. Ich brauche nämlich meine Creme. Die benutze ich immer. Kein Product Placement, die benutze ich. Die ist mega geil. Das ist einfach so ungewohnt, so die letzten Wochen so ungeschminkt, nur mit Wimperntusche aus dem Haus zu gehen. Oh, sieht das süß aus mit meinen Haaren. Was? Da sind gerade Kinder? Hüpfen, wo ich immer hüpfen gehe. Jetzt ein Stündchen hat die Schlange, verpisst euch, ja, ich will da jetzt hüpfen. Verbringe ich meinen Feierabend. Genau so. Ich bin gerade so mega motiviert, wirklich jetzt ein Video zu machen. Aber Lichtverhältnisse und draußen habe ich voll Bock, jetzt ein Video zu machen, aber irgendwie weiß ich ja nicht, ne? Wie einige ja schon mitbekommen haben, ich habe ja jetzt einen anderen Stil und schmink mich ja jetzt auch anders seit ein paar Monaten. Und irgendwie ist mir es gerade ein bisschen, Flipflops, unangenehm so rumzulaufen. Aber irgendwie sieht doch süß aus, oder? Würde ich mal so unterschreiben. Süß, aber irgendwie heißt ja nicht, dass man kein Modebewusstsein haben kann, wie Mandy immer sagt, wenn man dick ist. Ich war gerade bei DM. Ich würde eigentlich nur Haaröl kaufen, habe einen Rasierer und
Strümpfe und was weiß ich, was alles, Jojo, Nagellack, ja. Und ich bin total zufrieden mit meinem Einkauf. Ich zeige ihn euch gleich. Ich möchte die ganze Zeit Videos machen, aber irgendwie komme ich dazu nicht. Obwohl ich mache gerade ein Follow My Week, ne? Aber ich nehme es irgendwie vor. Und dann wegen den Lichtverhältnissen, geil, dass das Licht auch gerade mitspielt und es dunkler wird, wo ich darüber anfange zu reden. Ich bin so cool. Ich trinke jetzt mein Rotkäppchen-Klassik draußen. Schnellster Haul überhaupt. Ja, 20 Euro weg. Aber das ist fast immer so. Ich gebe nie irgendwie unter 20 Euro aus bei DM. Und dabei wollte ich eigentlich nur Haaröl kaufen. Hallo, mein Schätzchen. Guten Morgen. Auf zur Arbeit. Donnerstag. Wochenende muss ich nicht arbeiten. Ist das schön. Oh, geil. Wie jeden Morgen. Lass ich mir schmecken. Ein Bewohner ist heute verstorben, nimmt mich ein bisschen mit und ja, aber Arbeit muss ja weitergehen. Ne? Kreation Janina. Mein heutiges Essen, wie schmackhaft. Dankeschön, Kollegin, dass du mir schon wieder ein türkisches Kaugummi mitgebracht hast. Mann, wäre ich heute von meinen Kollegen umsorgt. Ich habe gerade ein Es bekommen. Ein Es. Nimm ihn in den Mund gar nicht. Für meine Kollegen, die auf der 5. Etage auf das nie das Lachen verlernen. Wunderbar, geil. Heute gibt es Käsekuchen bei uns. Der Käsekuchen sieht wirklich aus wie so ein Stück Käse. Ja, scheint so ein Stück Käse raufgepackt. Oh, das sieht ja unappetitlich aus. Sieht eher aus wie so ein Toastbrot oder so. Naja, ich muss so gerne nicht essen. Ich komme mir vor wie so eine Bekloppte, die ganze Zeit zu vloggen und mich auf Arbeit zu filmen. Ich denke mal, jeden Moment kommt die Chefin oder so und dann hat man es auch mit ihrem Handy. Ist ein bisschen komisch, also, wenn ich mich dann immer so filme. Jetzt mache ich gerade das und das und das. Griechischer Wein, komm, schenk mir ein. Diesen Ohrwurm hab ich immer auf Arbeit. Liebes, komm mal, lohnt sich nicht, my darling. Schade um die Tränen in der Nacht. Oh no. Liebes, komm mal, lohnt sich nicht, my darling. Wenn mich jetzt mal geschaffen sieht, na dann ist aus. Mann, wird man hier verwöhnt. Feuer auf Arbeit! Es hat gebrannt! Ja, dramatisch. Das ist so ein richtiger, diese ganzen Titel so bei YouTube. So mein erstes Mal, du denkst Sex und so und dann mein erstes Mal schwimmen. Mein erstes Mal bei Starbucks. Ja, dramatisch. Ne? Das packe ich auch in den Titel rein. Feuer auf Arbeit. Ja, Feuer hat auch gebrannt. Und darüber ein Topf mit einer wunderschönen Kartoffelsuppe drin. Ich habe gerade Lotto gespielt und dann gewinne ich die Million. Obwohl, ich verdiene ja schon eine Million mit meinem YouTube-Geld, ne? Ja, mal wieder ungeschminkt. Ja, ungeschminkt vor allen Dingen. Aber ich habe mich gerade geschminkt und jetzt habe ich vor, ein YouTube-Video zu machen, was Beauty-YouTuber sagen. Ich schwitzendes, triefendes Schwein war gerade draußen und habe ein Video gemacht. Das Problem ist, mein Akku ist leer. Und jetzt muss ich erstmal warten, bis der Akku aufgeladen ist. Juno bin? Ja, ich bin auf Juno. Ja, hallo Ungefärbt. Ungefärbt ist toll. Wuhu. Guten Morgen. Wisst ihr, wo ich jetzt hingehe? Ja, zur Arbeit, aber ich gehe jetzt mir eine Brezel kaufen, weil ich so einen Bock auf Brezeln habe. War klar, ne? Ja. Dazu äußere ich mich jetzt mal nicht. Wenn ich irgendwas verziere, damit zaubere ich immer ein Lächeln den Bewohnern ins Gesicht. Feierabend! Ey, ihr glaubt mir gar nicht, wie anstrengend es ist, in diesen hohen Schuhen zu laufen. Warum wurde ich jetzt weggeschmissen? Hallo? Ich bin keine Beauty-YouTuberin. So, ich bin ja gerade aus der Mülltonne gekommen und bin jetzt erstmal duschen gegangen, habe mich neu umgezogen. Und gehe jetzt ins Studio. Ich weiß noch nicht, ob ich heute was aufnehmen kann.
Weil meine Freunde was aufnehmen. Im Studio mit total super Lichtqualität, so wie immer. Und ich nehme jetzt auf. Du bist auf Fame. Wer bist du denn? Bist du nicht der von Bushido? Bist du der von Bushido? Hör mal, du warst. Ich bin so heiß, du bist so heiß. Hier fehlt das Licht in der Kabine. Timmy! Da bist du real? Bist du real? Bist du real? Gönnt euch den Track, Alter. Es wird eine miese Aufnahme. Mal gucken, was daraus wird. Ich habe jetzt zwei Lieder aufgenommen und wollte eigentlich noch mehr aufnehmen. Interessant, wisst ihr nun Bescheid. Natürlich rauche ich Rattenkot. Samstag und oh Gott, ich bin gerade aufgestanden und dachte mir schon, nein, schon nach 9 Uhr. Scheiße, ich muss arbeiten, aber dabei ist Wochenende. Wuhuhu. Nein, ich habe nicht mit Kot rumgespielt. Ah, ja, Gesichtsmaske von Lush läuft bei mir. Hallo, Kleiner. Ich tendiere immer dazu, in die Männerabteilung zu gehen, weil die einfach manchmal viel bessere Kleidungssachen haben als wir Frauen. Das sieht schon mal ziemlich geil aus, wa? Das ist so schön, aber nicht in meiner Größe da. Primark! Ja, nehme ich mal eins mit. Ne? Diesen Beutel wollte ich unbedingt haben. Shopping ist mein Cardio. Aber der ist total hässlich und bei Instagram war der viel schöner. Maxe! Passt 70 Euro Ärmel. Eigentlich wollte ich heute Videos drehen, aber ich denke, ich mache jetzt einfach mal einen Haul. Ja, dann habe ich wenigstens ein Video gedreht, ne? So, war jetzt noch einkaufen für meinen Cheat Day und oh, darauf freue ich mich schon voll, die Schokobons zu essen. Ja, das ist mein Einkauf. Und Häagen-Dazs, ich habe gesehen, die haben Eis reduziert, 3,99 und ich dachte erst so, bitte, bitte wieder Ben & Jerry's. Aber dann haben sie Häagen-Dazs reduziert. Und alle reden ja immer von diesem Strawberry Cheesecake und das wollte ich jetzt auch einfach mal probieren. Gestern habe ich ja nur ein Würstchen gegessen, das war mein Mittagessen. Und jetzt habe ich mir Pizza gekauft, die jetzt am Karton festklebt. Richtig geil. Die lasse ich mir jetzt erstmal munden. Auch geil. Pickel bekommen. Da und da. Liegt wahrscheinlich an der Gesichtsmaske. Keine Ahnung. Ab und zu nach Gesichtsmasken kriege ich immer Pickel. Das ist ja eigentlich das Gegenteil. Erzeugen, ne? Aber irgendwie. Ich gehe jetzt auf jeden Fall noch raus, ein bisschen frische Luft schnappen. Um 23 Uhr hat man auch nichts Besseres zu tun. Es ist sau warm oben, sau warm. Ich gehe jetzt raus am Sonntag, wollte ein paar Fitnessvideos machen, ein paar Yoga-Parodien. Habe jetzt mal komplett andere Ideen im Kopf. Habe jetzt überlegt, einen YouTuber-Tanz zu machen. Irgendwie spinnt meine Kamera samt Akku, keine Ahnung, whatever. Ich habe die Kamera aufgeladen gehabt, jetzt sagt sie Akkukapazität erschöpft, jetzt lädt sie wieder. Es ist nicht mehr so hell draußen, es kotzt mich an, jetzt muss ich die Kamera wieder laden. Ist ja fast wie in meiner Wohnung, ne? Die Helligkeit ist hier auch nicht zu übertreffen jetzt. Es donnert auch gleich, aber ich dachte mir, ich will jetzt noch Videos machen. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, jetzt am Wochenende ungefähr 17 Videos vorzudrehen. Und ich habe jetzt gerade mal ungefähr 9 oder 10 geschafft. Ja, es donnert schon mächtig. Und es wird auch gleich regnen. Und
Ich will ja aber trotzdem dieses Video fertig haben. Oh, Blätter. Ich bin draußen. Das Coole ist, ich habe jetzt paar 10 im Kasten. Aber das stürmt ganz schön, wie man an meinen Haaren erkennen kann. Und es wird gleich mächtig was runterkommen. Ich will mir ja einreden, dass es nicht regnet gerade und donnert, weil ich weitermachen will. Aber es hat keinen Sinn mehr. Muss ich halt wieder nach oben. Hallo Däubchen. Ich habe jetzt gerade mein Haar abgedreht und habe jetzt meinen Cookie-Pyjama an. Woo! So, das war meine Woche und bis zum nächsten Mal.